Hallo, mein Name ist Marco Krämer. Ich arbeite im Versuch der Firma Hähnchen. Ich zeige Ihnen heute einen Dichtungswechsel an einem Servokopfverschluss bzw. am Verschluss der Basisausführung. Los geht es mit der Demontage und dem Entfernen des Abstreifens. Hierzu verwendet man am besten einen Schraubendreher mit abgerundeten Ecken, um den Verschluss nicht zu beschädigen. Anschließend entferne ich den Nutring mit dem Stechwerkzeug. Hiermit steche ich in die Mitte des Nutrings und ziehe die Dichtung nach innen. Dabei bitte aufpassen, dass nur die Dichtung angestochen wird und der Nutgrund unbeschädigt bleibt. Der Dichtring kann dann einfach entfernt werden. Den Stufenring entferne ich auf die gleiche Weise mit dem Stechwerkzeug. Aufgrund des härteren Dichtungswerkstoffs ist hier etwas mehr Kraft erforderlich. Den unter dem Stufenring befindlichen O-Ring entferne ich mit dem Hakenwerkzeug, das ich senkrecht einsteche und um die eigene Achse drehe. Den statischen O-Ring am Außendurchmesser entferne ich mit dem abgerundeten Schraubendreher. Einfach in die Nut einführen und den O-Ring heraushebeln. Vor der Neumontage reinige ich den Verschluss und kontrolliere alle Nuten und Führungen mit einem Diagnosespiegel auf Beschädigung und Verschmutzung. Beschädigungen an der Dichtungsnut können mit Schmirgelpapier geglättet werden. Beschädigungen an der Kunststoffführung dagegen niemals mit Schmirgelpapier, sondern nur mit einem Messerclip. Vor der Montage lege ich mir den Dichtungssatz mit allen neuen Dichtungen bereit. Fetten oder Anwärmen der Dichtung in Öl kann den Montagevorgang erleichtern. Als erstes drücke ich den O-Ring in die untere Nut des Stufenrings. Der Stufenring hat am Innendurchmesser eine Stufe. Dies ist wichtig für die Einbaurichtung. Zur Montage des Stufenrings verforme ich den Ring zu einer Niere. Ich achte darauf, dass die Rundungen nicht abgekantet werden. Der Stufenring wird mit der Stufe voraus in Richtung Druckraum in die Nut eingelegt und mit den Daumen in seine Nut eingedrückt. Ein Stufenring ist aus PTFE und muss nach der Montage rückkalibriert werden. Dies geschieht am besten mit einem Montagedom, den ich mit Fett oder dem Betriebsmedium etwas einfette. Und mit der eigenen Trägheitskraft durch den Verschluss schieben. Je nach Kolbenstangenausführung kann unter geeigneten Schutzmaßnahmen die Kolbenstange zum Zurückformen verwendet werden. Wenn möglich, das Gewinde zum Schutz der Dichtung abgeben. Nun den Nutring montieren. Ich lege diesen mit der offenen Seite Richtung Druckraum in die Nut und drücke ihn ein. Den Abstreifer in die oberste Nut einlegen und mit wenig Kraft einschnappen lassen. Anschließend montiere ich den statischen O-Ring, indem ich den abgerundeten Schraubendreher in die Nut einlege und durch Umwinden den O-Ring unverdrillt einschnappen lasse. Damit ist der Dichtungswechsel schon fertig.